Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Ja, wir befinden uns hier immer noch in der Vault 111. Wir wurden aufgetaut, mussten aber vorher mit anschauen, wie unsere Frau ermordet wurde und unser Kind entführt wurde. Und es stellen sich etliche Fragen, was hier passiert ist. Also, wir haben herausgefunden, dass diese Vault dafür zuständig war, irgendwie den Scheintod von nicht eingeweihten Personen zu überprüfen. Und allerdings ist hier einiges schiefgelaufen, glaube ich. Jedenfalls sind alle gestorben, außer wir. Wir gehen jetzt hier einfach mal währenddessen weiter, während ich hier nochmal kurz eine kleine Zusammenfassung. Drücke R2 zum Angreifen. Oh, hi. Ah, das war der schwere Angriff, das war jetzt. Verzeihung, R1. Ich bin nämlich immer noch mit Gedanken bei dem Schlagstock. Hey, das ist gut. Wir haben einen Schlagstock. Komm her. Bam! So. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Ja, wie gesagt, wir waren die einzigen, die überlebt haben, die nicht gestorben sind, und irgendjemand muss uns befreit haben, aber aus der Ferne. Weil wir haben gelesen, dass wenn diese Vault aktiviert wurde, evakuiert wurde, so meine ich das, dann konnte man trotzdem die eingefrorenen Menschen trotzdem immer noch irgendwie aus der Ferne kontrollieren, also sich um sie kümmern. Und jetzt haben wir hier noch einen weiteren Freizeitterminal. Willkommen bei Terminal von Blablabla. Aufseher-Memo. Denken Sie daran, die Nutzung der Freizeitterminals ist ein Privileg. Wenn die Arbeitsleistung unzureichend ist, kann dieses Privileg jederzeit widerrufen werden. Genießen Sie verantwortungsvoll. Top 10. Das ist schön. Was haben wir jetzt hier? Band abspielen. Lade Holoband. Bitte warten. Red Manage. Manage? Start der Ecomate. Ach, an was für ein Spiel erinnert das einen denn? Das kommt uns ja überhaupt nicht bekannt vor, aber ich find's geil. 25 Meter. How high can you get? Ready. Ach, wie geil wir sind, der kleine Pitboy. Das ist ja witzig gemacht. Was sind das da links? Oh, jetzt muss ich... Nein! Ach, verdammt. Das hat ja schon mal gut funktioniert. Also draufspringen können wir schon mal nicht. Ich will ja wissen, was das da links ist. Gut, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. So, den Sprung schaffen wir jetzt. Und, hepp. Nein! Ich habe gesagt, den Sprung schaffen wir jetzt. Oh. Läuft ja voll super. Schmeißt er mit einer Atombombe nach uns? Was soll denn das? Deshalb bleiben wir mal kurz hier. Gehen wir hier hoch. Boah, geh weg. Oh, jetzt sind wir runtergefallen. Oh, wir sammeln Punkte. Na, das. Na, super, das war's schon wieder. Jawohl, so. Gleich haben wir's. Okay. Yay, wir haben es geschafft. 50 Meter. Oh Gott. Das kann doch nicht auf einmal die Richtung ändern. Was soll denn das? Es geht ja die Leiter weg. Ist die Leiter weg? Da ist wieder. Nein, so aufgestellt. Mann. Gib mir die Leiter wieder. Geht doch. Das lief jetzt schon mal ein bisschen besser. How high can you get? 25, 75 Meter. Wie weit geht denn das? Ist aber auch geil, ne? Bist du gerade... Bist einfach hoch? Na komm runter. Du bist viel. Komm. Trau dich. Bam. Na super. Highscore. Play. Nee, play again nicht. Nee, lass mal. Wir wollen hier. Sind wir jetzt in den Top 10? Nö. Okay. Aber wir können das Holoband auswerfen. Können wir das jetzt mitnehmen? Geil. Okay, dann können wir das wahrscheinlich an jedem Freizeitterminal spielen. Aber ich finde es witzig. Ich finde das sehr witzig gemacht. Und so können wir dann irgendwann anders dann nochmal zocken. Aber jetzt schauen wir uns hier erstmal weiter um. Muss dir vorstellen, ihr habt jetzt gerade
irgendwie frisch aufgetaut. Deine Frau ist tot, dein Kind entführt und zockst erstmal eine Runde. Nee, das haben wir ja schon getötet. Hier geht's weiter. Versteckt. Oh. Okay, also darunter sollten wir, glaube ich, nicht. Sonst brutzeln wir. Da hinten ist noch ein Gegner. Attacke! Ah, nicht getroffen, so ein Mist. So, jetzt aber. Blocken. Haha. Der Block hat noch funktioniert. Wir nehmen das Kakerlakenfleisch jetzt einfach mal mit. Wer weiß, wofür wir es nochmal brauchen. Oh. Okay, die Evakuierung hat echt nicht funktioniert. Und es scheint auch schon ein bisschen her zu sein. Wir wissen ja jetzt auch nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen ist. Generell einmal seit der Explosion, also seit dem Atombomben. Und einmal auch seit der Zeit, wo unser Kind entführt wurde. Was ist hier passiert? Wo sind alle? Na, tot. Abgenutztes Klemmbrett. Noch ein bisschen. Erstmal können wir ja noch was tragen. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö. Na, ich glaube, das wollen wir nicht herausfinden. Aber es sieht auch nicht so aus, als wäre da noch irgendwo was. Oh, hi. Ein starken Angriff. Boah. Wo ist denn das? Ach, hier. Zu unseren Füßen. Ist ja rechts und links was, ne? Bisschen Kakerlakenfleisch, man weiß ja nie. Im Notfall kann man es immer noch wegwerfen. Kakerlake? Kakerlake? Nö. Noch ein Toter. Ist das alles, was noch übrig ist? Naja, wenigstens etwas. Ah, sehr gut. 10mm Pistole. Ein paar Patronen. Ah, jetzt können wir hin und her wechseln. Das ist gut. Aber wir nehmen jetzt erstmal kurz die Waffe. Mit L2 können wir dann zielen. Aufseherterminal, da gehen wir gleich ran. Wir überprüfen jetzt erstmal, ob wir hier überhaupt in Sicherheit sind. Nicht, dass uns hier gleich irgendwo eine Kakerlake um die Ecke kommt. Ja, hier unten müsste das Wasser eigentlich noch gut sein. Ein Bett zum Schlafen brauchen wir nicht. Ah, 10mm Patronen. Was haben wir hier? Gut erhaltenes Zigarettenpäckchen. Die können wir dann gut verkaufen. Kommode, Kommode, Kommode. Nischt, nischt, nischt. Was haben wir jetzt hier noch? 10mm. Noch eine Pistole. Nehmen jetzt hier einfach alles mit. Ich glaube, hier gibt es niemanden, der es vermissen wird. Nett. Dich hole ich mir später. Naja. Geht das nicht kaputt? Entsperrenmeister. Ja, klar. Aktenschrank, da ist nichts. Okay, ich glaube, wir können uns hier in Ruhe das. Hier war doch gerade was. Haarklammer. Komm, lass es uns probieren. Wir haben eine Haarklammer. Komm. Abgeschlossen. Dieses Schloss ist zu schwer. Ach Mensch. Aber das müssen wir uns merken. Wir müssen in die Ward 111 irgendwann mal zurück. So, okay. War hier noch was? Nö, 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 okay. Okay, so, dann jetzt ans Terminal ran. Gucken, ob es neue Informationen gibt. Anweisung für Aufseher. Okay, das hatten wir schon. Oder? Doch, ne? Ich überfliege das jetzt nochmal kurz. Das ist jetzt neu. Kryolator. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichende Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Ja, schön für dich. Betriebsprotokoll, Handbuch, Aufnahme von Bewohnern. Das hatten wir ja schon alles. Das hatten wir auch schon. Aufseher-Logbuch. Vorbereitungen.
Die abschließende Einweisung der Mitarbeiter ist beendet. Alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Vault-Tec-Kontrollleute waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein und unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. Vielversprechende Zukunft. 23. Oktober. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mehr Verdacht hegten, aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryokammern in Frage zu stellen. Ja, so war es leider auch. Und ich glaube mal, die Familie, die er meint, das sind dann wohl wir. Systemdefekt. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Subjekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, ein Fehler in Vault-Tecs externen Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Kapsel C3. Wir hatten doch hier jetzt Betriebsprotokoll, Aufnahme von Bewohner. Wir waren jetzt, glaube ich, C6, ne? Ich dachte, wir waren C6. Schade, dass wir hier nicht nochmal die Übersicht haben. Aber C3 waren wir nicht gewesen, glaube ich. Vorräte werden knapp. Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir eigentlich noch hier unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Vault-Versiegelung so früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Und dann haben wir noch Meuterei. Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbleibenden Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen, wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun, dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Aber wir wissen nicht, wer da reingekommen ist oder so. Evakuierungstunnel öffnen. Ein, was haben wir noch? Ach, wir haben den Evakuierungstunnel geöffnet. Der Personal-Evakuierungstunnel ist jetzt geöffnet. Erinnern Sie alle Mitarbeiter daran, sich angemessen zu verhalten und den Abschaltprotokollen zu folgen, bevor Sie Vault 111 verlassen und anschließend neu versiegeln. Bitte bewahren Sie alle Aufzeichnungen und Forschungsergebnisse Ihrer Mitarbeiter auf. Wenden Sie sich an Ihrem Vault-Tech-Vorgesetzten, um weitere Anweisungen zu erhalten. Okay. Sesam, öffne dich. Ah, die guten Kakerlaken. Probier mal einen Schuss. Tada! Ja, wir haben doch gerade gezielt. Das funktioniert schon mal. Wir haben ja genug Schuss, wie wir rechts unten sehen. Oh, da sind noch mehr. Oh, der Schuss hat nicht gesetzt. Der hat auch nicht. Fuck, 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 fuck. Mensch, da habe ich mich gerade zu sehr gelobt. Tschüss. Ja, das hättet ihr wohl gerne. Oh, das sind irgendwie ein bisschen mehr als erwartet. Hallo.
Hallo? Hi. Oh Mann, bin ich denn jetzt gerade so blöd? Und zack. Und komm schon. Das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Die ersten zwei Schüsse waren gut, aber da ist da doch einer. Wo ist denn der hin? Ach, hier bist du. Mensch. Hast dich wohl ein bisschen verirrt, wa? Ich hätte doch immer noch was. Wer weiß. Hallo. Jemand zu Hause? Richte deinen Arsch nach oben und... Na, geil. Also das mit der Zielgenauigkeit, das muss ich nochmal ändern. Nahkampfangriffe auszuführen, während du eine Schusswaffe trägst, drücke R1. Das ist schon mal gut zu wissen. Wo kam das... Hä? Wo kam denn das Vieh jetzt her? So, hier können wir die Vault öffnen. Pip-Boy! Da ist das gute Stück. Da ist das Ding. Ja, ein bisschen verstaubt, aber ansonsten scheint es zu funktionieren. Was auch immer da steht. Mit R2 und L2 wechselst du die Reiter. Sehr, sehr schön. Okay, hier haben wir dann die Karte. Wir haben genug zu erkunden, wie ihr seht. Es wird einiges in Anspruch nehmen. So, jetzt haben wir irgendeinen Radiosender. Ah, hier haben wir die Skill-Tabelle mit Dreieck. Aber wir haben aktuell nichts. Wir sind noch Level 1, deswegen haben wir aktuell nichts zu verteilen. Hier könnte man anscheinend schon verteilen, wenn wir jetzt R1, nächster Rang, wird wahrscheinlich die nächsten Punkte dann an das gehen, aber das machen wir dann separat alles. Da gucken wir dann immer nach. So, kann ich jetzt hier irgendwie das Radio ein bisschen verstellen? Irgendwas suchen? Na gut, wir sind unter der, hier unten haben wir wahrscheinlich gar keinen Empfang. Kleidung. Können wir beide Eheringe tragen? Nee. Dann nehmen wir mal den 9-Volt-Anzug. Hilfsmittel haben wir, das Kakerlakenfleisch. Haarklammer, Schrotthammer, Mods, Munition. Okay, und hier haben wir unseren Status. Okay, gut. Automatische Speichern ist schon mal gut. Okay, das ist da, wo wir vor uns nicht lang konnten. Okay. Dann gibt es hier anscheinend doch nichts mehr zu erkunden. Lebt denn überhaupt noch wer? Nö. Hat es jemand nach draußen geschafft? Irgendjemand muss es ja. Wir wurden ja ferngel... Okay. Es war jetzt nicht elektrisch geladen, ist schon mal gut. Ist noch irgendwas? Nö. Jetzt hatten wir es ein bisschen eilig. Hier ein paar Springdreieck. Okay, gut. Ja, dann hält uns, glaube ich, hier nichts mehr, würde ich mal so sagen. Erstmal einen Stock einstecken. Der weiß aber gut Bescheid. Mordtürregelungssequenz eingeleitet. Bitte zurücktreten. Oh, jetzt nicht runterfallen hier.
Ah, jetzt erkennen wir, wo wir sind, ne? Und der Fahrstuhl, mit dem wir runtergefahren sind in der letzten Folge noch. Ach ne, die Pitbull will ich doch gar nicht. Na dann. Möchtest du etwas ändern? Nö. Ach, jetzt können wir sogar noch unser Aussehen ändern. Nein, fertig. Wir verlassen die Bord. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche. Danke. Und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Naja. Das Baustellenmodell des Protektron ist darauf ausgelegt, Schaden einzustecken. Einige Versionen verfügen außerdem über eine interne Nagelpistole, die sie im Kampf einsetzen können. VBÜH Katalog Nummer 5858. Mr. Guzzi wurde von General Atomics. General Atomics. Darf ich jetzt nicht mehr zu Ende lesen? Joa, schaut doch nett aus. Hat sich kaum verändert. Ach du heilige Scheiße. Naja. Das ist, ja, okay, das ist unser, das ist unsere ehemalige Heimat. Da können wir gleich mal hingucken. Aber erstmal schauen wir uns hier noch ein bisschen um, was wir hier finden. Die sind eh alle tot. Coca-Cola-Flasche. Glasschale, Metalleimer. Stimpack, sehr gut. Da tut sich nichts, euer Ernst. Okay. Noch mehr Skelette. Ach, das war ein Vogel. Was haben wir jetzt hier? Red Array Bleistift. Ich glaube, wenn unser erster Anhaltspunkt unsere Heimat ist, ist das, glaube ich, jetzt erstmal nicht so verkehrt. Aber hier draußen laufe ich nicht mit dem Stock rum, sondern mit der Pistole erstmal. Weil wir nicht wissen, wo ist denn jetzt hier der Ausgang? Ah, hier drüben, das ist doch dieses Schild. Ist immer noch dieselbe Werbung, Mensch, wie damals. Das hat immer noch niemand abgemacht. Ja. Ja, das Sprint haben wir schon längst rausbekommen. Erzähl mir mal was Neues. Schlammbohne. Komm, wir nehmen ein bisschen Schlammbohne mit. Und wo hat es mir besser gefallen? So, wo haben wir jetzt noch gewohnt? Da links war. Sanctuary. Hallo? Noch jemand da? Nö, ne? Ah, guck mal da. Ist das unser? Zu dem sollen wir hin. Cotsworth. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Hi. Du. Ist es wirklich? Was ist passiert? Das kann nicht sein. Du bist noch hier. Alle sind tot. Was ist passiert? Cotsworth! Was ist mit der Welt passiert? Mit der Welt, Sir? Außer dass unsere Geranien immer noch der Stolz von Sanctuary Hill sind, ist es hier leider unglaublich eintönig. Es wird viel aufregender sein, wenn Sie und Ihre Frau wieder da sind. Wo ist ihre bessere Hälfte überhaupt? Mörder meiner Frau. Sie kann nicht tot sein. An einem besseren Ort. Sie haben sie getötet. Sie kamen in den Vault. Vielleicht hast du sie gesehen. Bewaffnet. Mit seltsamen Outfits. Nur Miss Roses Junge, der in einem Halloween-Kostüm rumgelaufen ist, mehr als eine Woche zu früh. Diese Frau hat Nerven, ihr Gehör unbeaufsichtigt zu lassen. Nicht wie in dieser Familie, Sir. Sie und Ihre Frau sind ein so verantwortungsbewusstes Paar. Wo
ist sie überhaupt? Sie haben sie getötet. Sie haben sie getötet. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge, ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimmung. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht, Dame. Oder vielleicht eine Scharade? Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Hast du schon gesehen? Sie haben ihn mitgenommen. Er wurde entführt. Das ergibt keinen Sinn. Sie haben ihn mir weggenommen. Er ist fort. Verdammt! Jemand hat ihn entführt. Sie haben mir meinen Sohn weggenommen. Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. 200 Jahre? 200 Jahre? Was? Hast du... Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgehungert. Manchmal enthalten dir Leute Informationen oder Kronkorken vor. Du kannst versuchen, die Leute zu... Wie schwer es ist, jemanden zu überreden, erkennst du an der Farbe. Gelb einfach, orange mittel, rot schwer. Sieht nach gelb aus. Um deine Überredungskünste zu verbessern, erhöht dein Charisma. Antworten gut zu überdenken. Ja, ja. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemandem, dem man dient. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohnert. Aber atomaren Fallout kriegt man aus PVC einfach nicht raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben. Und das Auto, wie soll man Rost polieren? Was weißt du? Hör auf, bleib bei mir, konzentrieren. Warte. Konzentration, Cotsworth. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben fielen und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären... tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung, aber dann, tja, ist alles geschehen. Holoband? Das ist immerhin etwas, ist nicht viel. Danke. Danke, Cotsworth. Gern geschehen. Was ist denn das, du? Genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Irgendetwas Gefährliches? Hast du was Gefährliches gesehen? Oh, nichts Ungewöhnliches, Sir. Lästige Hunde und Mücken. Soll ich das untersuchen? Ja. Okay. Geh voran. Ich bin stolz, dienen zu dürfen, Sir. Ich glaube echt, das ist ein Freudentag für den. 200 Jahre lang alleine. 210, um genau zu sein. Krass. Jetzt wissen wir schon mal, wie viel Zeit vergangen ist seit der... Ist da jemand? Du machst mich... Aua! So ein Flammenwerfer hätte ich auch gerne. Die guten Blähfliegen. Wo wären wir denn ohne die guten Blähfliegen? Oh, da ist ein Safe. Entsperren, Einsteiger. Wir haben eine Haarklammer. Bewege die Haarklammer mit L, mit R. Das kennen wir doch alles. Nee. Nee. Na, fast haben wir's. Nein! Ach, verdammt. Mist. Sensoren empfangen Bewegung in einem anderen Haus. Kommen Sie mit!
Ja, das ist doch ein Safe. Verdammt. Okay, der hier an der Kurve. Ist das unseres? Nee, ne? Hast du eine Haarklammer? Da rein? Oh, hi. Setz mal deinen Flammenwerfer ein, ja. Oh, wir haben ein bisschen Lebensenergie verloren gerade. So. Du hast Strahlungsschaden erlitten, der deine maximale Gesundheit reduziert. Suche einen Arzt oder einen Right Away. Das haben wir doch. Wo können wir denn jetzt die Strahlung eliminieren? Hilfsmittel. Da. Im Inventar, Reiter, kannst du mit R1. Ja, okay. Das sollte jetzt erstmal reichen. Sir, hier ist die Familie auch nicht. Sie ist wirklich fort, oder? Ja. Mal Kühlschrank zu. Oh, wer sitzt hier in der Ecke? Impro-Pistole. Inventar. Alle Angriffe haben einen bestimmten Schadenstyp. Ballistisch, Energie, Strahlung oder Gift. Wenn du Rüstung trägst, erhöht das deine Schadensresistenz gegen bestimmten Schadenstypen. Gegen andere sind Rüstungen aber wirkungslos. Wir haben keine Munition davon, das ist nicht gut. Nehmen wir doch erstmal die. Ja, dann bleiben wir erstmal dabei. Schauen wir uns mal noch weiter fleißig hier um. Was war denn jetzt eigentlich die Aufgabe? Ja. Nicht zuschlagen. Entschuldigung, wenn es gerade ein bisschen... Favoriten zuweisen. Ach so, ja klar. Entschuldigung, wenn es gerade ein bisschen desorientiert wirkt, aber erstmal kurz reinkommen und das kriegt man bei den Suchen mit Kurzwurst die Nachbarschaft ab. Sir, Ihre Frau und der kleine Sean, sie sind nicht hier. Das hast du gut erkannt. Sean ist da draußen. Sean ist da draußen, Kurzwurf. Ich muss ihn finden. Was ist mit Concord, Sir? Da gibt es viele Leute. Beim letzten Mal haben sie nur mit Stöcken auf mich eingeschlagen, bevor ich nach Hause laufen musste. Concord? In Concord leben immer noch Menschen? Ja, obwohl sie ein wenig ungehobelt sind. Kennen Sie noch den Weg? Über die südliche Fußgängerbrücke, aus dem Viertel raus und an der Red Rocket Station vorbei. Ich bleibe hier und sichere die Heimatfront. Okay. Dann ist das für unsere nächste Aufgabe. So, wir konnten uns jetzt in dieser Folge erstmal einen ersten Überblick verschaffen, was aus der Welt geworden ist. Haben wenigstens ein vertrautes Individuum wiedergefunden. Also wir sind nicht komplett alleine hier. Und was wir dann in Concord finden, beziehungsweise was wir hier noch finden, ich würde hier mal noch ein paar Häuser abklappern. Weil, wie gesagt, wir brauchen eine Haarklammer, damit wir den Safe öffnen können. Wer weiß, was da drin ist. Fragen über Fragen. Fernseher aktivieren? Funktioniert nicht mehr. Schade. Sonst hätte ich jetzt in der Aufnahmepause Fernsehen gucken können. Naja, danke, dass ihr in dieser Folge wieder eingeschaltet habt. Und dann hoffe ich, dass ihr auch wieder in der nächsten Folge dabei seid, wenn wir wieder eintauchen in die Welt von Fallout 4.